pick up the second driver. Look at this, look at this. So they're about to get going. Still early. This is the second car. The second driver is gonna show up soon. I'm excited about it. Jack it up. Recording. It did start. Say hi. Vroom vroom. Are you excited? So much, you can see my... Are you excited? Yeah, naturally. Look at me over there. Are you ready? What is the last thing that has to be solved again? Sharon is buying a washing machine right now. Seriously? Okay. I'm getting my life with you people. Oh no, I know you have his address. That's interesting. We got our special toolbox. There you go. See? Mechanical engine. So. Let's do this. By the words that you say, the voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Let me show you all the way. Let me show you all the way. Thank you.
geht in diese Rechtskurve und dann übergeht. I have been taken by the words that you say. The voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Let me show you all the way. Let me show you all the way. Wenn ich sage Stopp, das habe ich vorhin gesagt. Grundstellung. So, noch
Fliehkraft circa eine Meter begleiten bis zum Stillstand. Der nächste kann los. Vorderachse direkt, Hinterachse macht nach circa 200 Metern mit. Du hast gemerkt, linke Hand auf 12 Uhr aufgelegt, die rechte Hand, genau, der nächste. Also, es ist kein Scherz, wir achten drauf. Also, euch diese Lichter auftreiben wollen, weil es einfach nicht gut ist. Ich darf es doch nicht werten. Vorderachse direkt und auf der Hinterachse nach einem gefühlten halben Meter begleitet bis zum Stillstand. Okay, und frei. Fuck the camera! Did you see the camera? Yeah. Wait, like this. Shit. Again. Can I put the car or something? Who? Oh, they are changing. No, it's okay. This time I'll do it like this. Super, jawohl. Ich bin wieder halb der Seppel, ja? So rot. Dann gibt mal ein bisschen Gas. Kuppeln und mal voll auf die Bremse. Oder erst die Bremse und dann voll rein und Druck halten. Das ist jetzt. Jetzt. What the fuck? Kurz zu mir kommen. Rückwärtsgang. Yep. Einmal ganz kurz. What he's doing. Ja, die Daumen raus. Okay. Nächste. Ich hab den Arm. Okay, nächste. Here you go. Bring mal die Gruppe mit vorsichtig hinter das Fahrzeug. Harmonisch, harmonisch, harmonisch. Probleme, selbstständig nach links ausweichen. Auf geht's. Und hat er die Bremse wieder aufgemacht. Ah, da fiel ihm ein. Verdammt nochmal, da war was. Jawohl. Das ist gut. Richtige Entscheidung.
Achtung, weil passiert. Du bist ins Hindernis gekommen. Danke. War sehr gut. So. Nächste. Besser als von Treffen ist das Hindernis. Oh, he said so then. Otherwise, don't do it. So what, my friend? Okay. No comment. Danke dir, war gut. So, no comment. Ich würde sagen, das war das Startsignal für den letzten Durchgang. Are you missing the hand? Ein Durchgang nochmal verfeinern, nochmal dran arbeiten. Was kann ich verbessern? Auf geht's. Bye. Was kann ich noch besser machen? Bye. So, it's time to get some food. All the cars are parked. And let's do it. So, how was it? Awesome. Let's go. Really good. I love it. I think it can be a nice Schuhmacher. Yeah. If you do it again. That looks nice. Dankeschön. Falls Sie es bestellt haben, Rumdeckisch einordnen. Schaut nach vorne, stemmt richtig, macht richtig ordentlichen Bremsschlag mit dem Stemmen. Kommt zum Stehen und korrigiert und haltet bitte die Spur. Blick nach vorne. Und das wollen wir ausprobieren. Der erste startet. Frei. Richtiges Handelsmuster, bremsen knallhart geradeaus, Blick nach vorne, korrigieren. Genau, so ein bisschen, was du da denkst, arbeiten musst. Beste. Ah, okay, du hast an die Umwelt gedacht. Löblicher Gedanke zwischendurch, der nächste kommt. Der erste startet, frei. Bremsen geradeaus, Spur halten, Blick nach vorne, aber jetzt ist der Untergrund nochmal deutlich fieser geworden. Ja, da müsst ihr auch mehr arbeiten und der Bremsweg ist noch länger. Ne? Das potenziert sich jetzt nochmal einmal. Ne? Dankeschön. Und der nächste kommt, frei. Bitte jetzt noch einmal mal mit 30 auf mein Kommando jetzt. Jetzt. Jawohl, sehr schön. Sichtung melden. Und dann wieder räumen. So, ich präpariere noch mal ein bisschen. Kurz warten oben. Da bleibt nichts mehr stehen. Das ist dann wie Kyrill, der alle Berge flach gelegt hat. Bei der Geschwindigkeit hat er keine Chance. Nächste, bitte. Halte ruhig mal den Druck. Weil es geht ja im Prinzip jetzt nicht, dass du schnell da durchkommst. Es geht ja eigentlich im Prinzip dahin, dass ihr spürt, was kann ich mit einer guten Bereifung, wenn ich den Bremsschlag auch auf glatten Untergrund durchführe, noch erreichen. Bleibe ich handlungsfähig?
Wie ist meine Lenkarbeit? Was verändert sich in meinen Augen? Wo will ich hin? Blick für Lenkung. Toyota, bitte. Some weird stuff is gonna be now. Let's check it out. Hi Carmen. Yo. Here you go. 1, 2, 3. From 6. 1, 3, 6. Weather! Watch out! Woo! Well done. Guck mal hier. Bremsen ausweichen, ne? Alles klar, auf geht's. Okay. That was great. I don't know what I'm doing here. Just following some crazy people. Say yes or no? Yeah. Good. Guck mal hier. Oh. Was machst du denn da? Fuck. Oh shit. Op, was machst du denn da? Wie unser Modell, what he did? Ne? Habt ihr gesehen, wie unser Modell? Directly turned like this. Wow. He was, I have no idea what he did. I think he braked before he entered that slippery road. I think so. Okay, he cannot move his car. This guy is crazy. Oops. But that was dangerous, huh? Here we go. Here we go. Here we go. Oh my god. Yes. Why is that in front of us? Was it good? Yeah, it was good. Ja. Wenn es arbeitet, bitte einmal ganz kurz hupen. Du merkst es vielleicht über den Filter oder du merkst es am Display. Da blinkt oder läuft. Die Blinkführung ist klasse. Die rechte Hand liegt über dem Airbag. Zieh sie zurück, dass die rechte Hand drückt. Die rechte Hand ist bei der Linkskurve die dominantere. Bei der Rechtskurve ist natürlich die linke Hand die dominantere. So, gib mal ein bisschen Gas. Yeah.
mal sehen, was verändert sich. Weil wir haben ja nicht nur Linkskurven. Und Toyota bitte. What is going on here now? Hola! Mamma mia! What the fuck? Holy shit! What the fuck, man? It's nice, no? Fucking shit, man. Here we go. See, there is a seat belt. Jump on you. It's 45. My dad isn't going. I can even he can check the speed in the video. It's 50. More than. Okay, it was. That was enough for you? Oh, that was cool. I got very sick. That's why you stopped. Das ist ein BMW. Dann gehst du nach und nach sukzessiv ein bisschen mehr auf Gas. Reduzierend arbeiten. Das macht ihr hier genauso, wenn du auf die zweite Seite Spur rüberkommt. Geschwindigkeit reduzieren. Häufig ein Zauberding, wo ich dann wieder in den Innenbereich zurückgeführt werde. Teilweise kann ich kuppeln. Denn durchs Kuppeln nehme ich nicht nur den V-Trip weg, trenne Motor und Getriebe, ich bekomme auch leichten Anpressdruck an alle vier Räder an beiden Achsen zum Asphalt. So, dann nutzt du mal die Rechtskurve. Lasst es einfach mal wirken, wie die Schiedsrichter auf euch wirken und auf euer Fahrzeug. Wichtig auch, dass das der Lenkrad einschlägt. Ne? Dass ihr immer noch handlungsfähig bleibt. Hier geht's nicht. Now it's time to go home. It was nice. Maybe we'll see us in part 2 of this training.